Pokémon Karmesin und Purpur wurden bereits in Pokémon Schwert und Schild angedeutet und hat Junichi Masuda eventuell das erste Pokémon der 9. Generation nach den Startern angeteased? Darüber möchte ich heute in diesem Video mit euch sprechen. Los geht's! Der erste Trailer zu Karmesin und Purpur hat uns ja bereits einige gute Einblicke in die 9. Pokémon-Generation gegeben und uns gezeigt, dass die Region auf Spanien sowie Portugal basiert. Jedoch sind die einzigen neuen Pokémon, die wir bisher gesehen haben, die drei Starter-Pokémon, Felori, Krokel und Quax. Einige Fans sind sich jedoch sicher, dass Masuda unter anderem ein neues Pokémon der 9. Gen angedeutet hat, und zwar soll dieses auf einem Hahn basieren. Nein, nicht so einem Hahn. So einem Hahn. Wobei, wir haben schon Schlüssel als Pokémon, also an dem Punkt ist es auch egal. Genauer gesagt soll es sich dabei um den Hahn aus der Legende vom Hahn von Barcelos handeln. Dabei handelt es sich um einen bunten Hahn, der zu einem wahren Tourismuswahrzeichen Portugals wurde. Ich habe euch übrigens mal in der Videobeschreibung einen Link zur Geschichte gegeben, die ist wirklich ganz interessant, kann man sich auf jeden Fall mal durchlesen. Doch wie genau kommt es nun dazu und woher rührt diese Theorie überhaupt? Nun, 2016 waren Junichi Masuda und Shigeru Omori tatsächlich in Portugal unterwegs und sprachen darüber, dass jener Hahn von Barcelos tatsächlich ein interessantes Konzept für ein neues Pokémon wäre. Das bedeutet nicht zwingend, dass bereits 2016 mit der Planung für Karmesin und Purpur begonnen wurde. Ende 2016 begann nämlich erst die Konzeptionierung für die 8. Generation mit Schwert und Schild, nachdem Sonne und Mond fertiggestellt wurden. Masuda wurde jedoch kürzlich in einem Tweet von Pokeport sogar markiert und nochmal an diese Aussage erinnert, und Masuda hat diesen Tweet auch geliked. Ob sie wohl jetzt, wo tatsächlich ein Pokémon-Spiel, das an Portugal und Spanien angelehnt ist, an diesem Konzept festhalten, wird uns ein Hahn-Pokémon erwarten, das an die Legende vom Hahn von Barcelos angelehnt ist? Ich fände es schon ziemlich cool und natürlich auch durchaus passend. Doch wie schon im Intro erwähnt, gibt es noch einen sehr viel krasseren Tease. Denn, liebe Freunde, ihr wisst ja, Pokémon-Spiele releasen zwar jährlich, aber das bedeutet nicht, dass sie auch innerhalb von einem Jahr entwickelt werden. Das ist genauso ein Märchen wie der Weihnachtsmann, der Osterhase oder dass Pokémon Home jemals mit strahlender Diamant und leuchtende Perle kompatibel gemacht wird. Das passiert einfach nicht. Und gerade die Pokémon-Reihe ist durchaus dafür bekannt, die nächste Spielegeneration immer ein bisschen in der aktuellen Gen anzuteasen. So gab es das mysteriöse Souvenir in Pokémon X und Y, welches Alola bzw. die 7. Generation angedeutet hat. Dann hatten wir das Giga Dynamax Rifex Poster in Ultrasonne und Ultramond, welches Schwert und Schild angeteased hat. Und auch in Schwert und Schild gab es wohl all die Jahre über bereits einen Tease auf die 9. Generation und auf Karmesin und Purpur. Und den schauen wir uns jetzt mal gemeinsam an. Wenn wir nämlich mal hier in Surchester das linke Hotel betreten, dann finden wir gleich hier vorne rechts nämlich ein abgesperrtes Gebiet. Diesen Raum kann man auch nicht im Spiel betreten, aber wenn wir mal einen Blick auf den Hintergrund des Raums werfen, können wir dort einige Bilder erkennen. Und auf diesen Bildern können wir augenscheinlich Orangen und Weintrauben erkennen. Und was scheint ein ganz wichtiges Thema in Pokémon Karmesin und Purpur zu sein? Genau das. Orangen und Weintrauben. So sahen wir im ersten Trailer bereits immer wieder Orangen und Weintrauben, seien es in dieser Obstschale oder auch als Symbol auf den Schilden neben der Tür. Wir wissen noch nicht wirklich genau, wofür die Orangen und die Weintrauben in Karmesin und Purpur stehen, aber soll es wirklich Zufall sein, dass dieser abgesperrte Raum in Schwert und Schild so designt wurde, wie er designt wurde? Das kann ich mir nicht vorstellen. Wirklich, diese kleinen versteckten Hinweise in allen einzelnen Pokémon-Spielen, die uns schon einen kleinen Ausblick auf das geben, was noch kommt, was uns aber erst hinterher wirklich bewusst wird, das finde ich immer wahnsinnig spannend. Was haltet ihr davon? Denkt ihr, dass es wirklich bereits einen Teaser auf die 9. Gen in Schwert und Schild gab? Und denkt ihr, es könnte wirklich ein Pokémon demnächst erscheinen, das an den Hahn von Barcelos angelehnt ist? Schreibt mir eure Meinung gerne mal in die Kommentare. Und falls ihr noch mehr von mir zu Pokémon Karmesin und Purpur sehen möchtet, hier oben seht ihr einmal alle Pokémon, die bisher offiziell für das Spiel bekannt gegeben wurden, und hier kriegt ihr nochmal alle Infos, die wir bisher generell zu dem Spiel bekommen haben, zusammengefasst. Vielen lieben Dank für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao.